Ja, liebe Zocker und YouTuber, und auch in New World geht's mal wieder weiter. Es war ja ein bisschen Pause, weil, naja, es waren viele Projekte, die ich da angegangen habe. Aber ja, New World lasse ich nicht liegen, da geht's auch wieder ein bisschen weiter. Und zwar, praktischerweise, nehme ich da als Anlass mal hier den neuesten Patch oder das neueste Update oder das neueste Ingame-Event, sagen wir mal. Da steht's, läuft vom 16.12. bis zum 11.01. Das ist hier verkehrt rumgeschrieben, ist halt amerikanische Notierung, ne? Also quasi über Weihnachten, über Neujahr und nennt sich Winterfest-Konvergenz. Naja, also das ist so quasi das Weihnachtsevent, gibt es ja in vielen MMOs, in WoW gibt es Weihnachtsevent, in keine Ahnung, es gibt in vielen MMOs Weihnachtsevent und natürlich auch hier in New World. So, was haben wir denn da zu erwarten? Blaue Glitzerkristalle soll man wohl finden, wohlgemerkt bei Nacht, habe ich mir sagen lassen. Was soll man noch finden? Gestohlene Geschenke, Quests und Wintermarken für den Winterwanderer. Das soll eine neue Fraktion sein, der hat einen eigenen Laden und da kann man diese Wintermarken wohl eintauschen gegen Belohnungen. Müssen wir mal gucken. Ich weiß das alles nur vom Lesen her, ich war noch nicht im Spiel. Außerdem, was haben wir hier noch? Neue Waffen, Möbel, Verbrauchsgegenstände, Skins und so weiter und so fort, die man vermutlich, wenn es alles, ich sage jetzt mal, wenn es alles kosmetischer Natur sind, vermutlich kaufen muss für Echtgeld. Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Und natürlich ist die Sache befristet. Winterwanderer hat eine Anzahl von Dörfern errichtet, um überall für festliche Stimmung in der Zeit der Winterkonvergenz zu sorgen. Also offenbar gibt es neue Dörfer. Besuche sie in Immerfall, Königsfels, Lichtholz oder Webermoor. Suche den Winterwanderer auf und schließe seine Feiertagsaufgaben ab. Na, das machen wir doch auf jeden Fall. Aufgabenreihe variiert von Stufe 15 bis 60. Da bin ich mal gespannt. Das klingt nach einer Menge Zeug. Jetzt hat sich hier erstmal. Jetzt habe ich hier aufs Knöpfchen gedrückt. Ich muss wieder zurück. So, wenn ich hier drauf drücke, öffnet sich eine Internetseite, aber die wollen wir nicht angucken. Konvergenzstimmung. Feiere mit ins uns Eternums Winterkonvergenz und verbreite in den Siedlungen Festtagsstimmung. Schließe die Stadtprojekte ab. Ach, da gibt es auch neue Stadtprojekte. Um den Baum des Lichts in jeder Siedlung zu verbessern. Cool. Und tägliche Belohnung freizuschalten. Konvergenz, Sonderaktion im Laden. Schaue im Laden vorbei, um Skins und Möbel im Feiertagsstil zu finden. Die denke ich mal, kosten dann Geld. Also ich denke mal, da muss man, abgesehen davon waren die hässlich. Da würde ich mal sagen, stürzen wir uns doch mal gleich hinein. Ach, ist das schön winterlich. Ach, wie schön, ach, wie fein. Na, ich bin mal gespannt. Für sowas bin ich ja eigentlich immer ganz gut zu haben. Habe ich bei WoW auch immer gerne gemacht. Ich weiß, das ist kitschig und ich weiß, das ist blöd, aber irgendwie hat mir das Spaß gemacht. Weiß auch nicht warum. Das heißt, heute machen wir mal überhaupt nichts mit Farmen. Wir machen überhaupt nichts mit... Ach, guck mal. Es ist tatsächlich winterlich. Es ist hier tatsächlich verschneit, auch in Ebenmaß. Also ich bin hier gerade in Ebenmaß. Der Schnee ist neu. Okay. Ein Schneehaufen. Ach, es wird knuffig. Hat was, oder? Gipsofen. Was ist denn ein Gipsofen? Das ist aber neu, oder? Das ist aber definitiv neu. Gipskugeln, Gipsabgüsse. Ja, kann man halt, brauche ich Obsidian-Gips für, was auch immer das ist. Okay. Okay, okay, okay. So, wo haben sie gesagt? Webermoor, sieht man das auf der Karte? Diese Siedlungen? Ich glaube, das dürfte das hier sein, oder? Nee, ist es auch nicht. Immerfall. Wobei, das könnte dieses Symbol hier sein. Dieses Symbol. Das heißt, da müsste... Wo müssten diese Symbole noch sein? Nee. Nein, das ist, glaube ich, nur der Inhaber. Okay, wir werden wohl einfach mal... Bei Immerfall weiß ich es auf jeden Fall. Das heißt, ich teleportiere mich mal in mein Heimatdörfchen hier. Und dann gucken wir da mal nach. Hier, da teleportieren wir uns mal hin. Rückruf. Wir haben es nicht Nacht, das heißt, die blauen Kristalle dürften wir nicht finden. Aber wir suchen als allererstes mal so einen Laden auf. So einen, wie heißt das? Winterwandererladen.
Beziehungsweise so ein Dörfchen. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. So, lass mich mal raus hier. Ach, hier ist es auch sehr winterlich. Oh, Geschenke. Meins. Gib die her. Okay, ich will Geschenke haben. Manno. Okay, krieg keine Geschenke. Hier sind auch Geschenke. Dann gucken wir mal hier, Stadtprojekte. Es soll ja neue Stadtprojekte geben. Festliche Steinmetze gesucht. Ein Steinmonument. Keine Ahnung, was ich dafür brauche. Ich nehme es mal an. Karnickel töten tue ich sowieso, so nebenbei. Ja, und hier ein mächtiger Regenerationstrank machen wir auch mal. So. Aber hier, das ist natürlich das Interessanteste. Da brauchen wir ein Steinmetz für. Ich guck gleich mal nach. Ist das der Baum, der schöne? Der Lichtbaum? Ich würde sagen, ja. Geschenke. Trister Geschenkstapel. Kann ich da... Ah, was habe ich gekriegt? Ein Diamond Gypsum und eine erforderliche... Was ist das? Liederlich verpacktes Geschenk. Es ist an dich adressiert. Da ist sicher was Gutes drin. Na, dann mach ich's mal auf. Da ist drinne eine Wintermarke, meine erste, und eine Schließkassette. Okay. Dann machen wir die Schließkassette auf. Ein Geschenk in einem Geschenk. Da ist drinne Silberbarren und 100 Taler. Also die 100 Taler nehme ich auf jeden Fall. Frostige Wintermarke, handle sie beim Winterwanderer gegen besondere Belohnungen ein. Okay, das machen wir auf jeden Fall. Diamond Gypsum, ein weiches, leicht formbares Mineral. Veredle dies im Gipsofen zu einer Gipskugel. Warum sollte ich das tun? Ist das... Aha. Du siehst ganz toll aus, mein Freund. So, warte mal, was wollte ich als erstes machen? Ich wollte so viele Dinge... Ach so, zum Steinmetz erstmal. Oh, ich liebe solche Events. Ich mag sowas. Bin da echt für zu haben. Da, ein Steinmonument. Dafür brauche ich 10 Steinblöcke. Lächerlich. Lächerlich. 10 Steinblöcke gehen wir mal kurz holen. Ich bin im Winterfieber. So, 10 Steinblöcke. Dafür brauche ich... Was baue ich denn dafür? Einfach nur Steine abbauen, glaube ich. So, jetzt bin ich gleich mit PvP gefleckt. Das wird richtig toll. Dann werde ich wahrscheinlich umgebracht. Macht nichts. Gehört dazu. So, ich brauche 10 Steinblöcke. Super. Man stolpert, sonst stolpert man alle 3 Meter über Steine. Aber wenn man mal welche braucht, dann nicht mehr. Hallo Wildsau. Hacke, Peter. So. Warum hau ich die Wildsau um? Weil ich da noch ein Quest hatte. Habt ihr gerade gesehen, ne? Ich bin voll im Weihnachtsfieber. Yay. Steinblöcke. Guten Tag, der Herr. Oder die Dame. Wissen wir nicht. Nee, das ist nix. Mann, ey, wo sind denn jetzt hier Steine? Sonst wirklich alle anderthalb Meter fällst du über einen Stein und dann hier. Nimm das, komm. Ich habe leider nicht so viel Platz. Hab mir wieder das Inventar zugemüllt mit allem möglichen Zeug. 100 Taler, ja, 100 Taler, im Chat beschwert sich gerade einer. Ich finde 100 Taler ist okay, vor allem, weil sie die Miete jetzt, also die Grundsteuer gesenkt haben, im Gesamt im Spiel, beträgt jetzt noch ungefähr, also ich würde sagen schätzungsweise 20%, 10%. Das heißt, meine Miete kostet jetzt gerade mal 100 Gold, 100, 200 Gold, je nachdem. Ist das ein Stein? Ja. Man muss sich also jetzt nicht mehr irrsinnigen Pöter aufreißen, um seine Wohnungen jetzt zu erhalten. Was natürlich ganz angenehm ist. So, ich müsste nicht genug haben, oder? Nein, ich wollte überhaupt gar keinen Stein einsammeln. Ob das reicht, was ich da gerade habe? Ich denke mal, ja. So viel hat sich nicht verändert, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Wie gesagt, die Miete ist runtergesetzt worden im Spiel. 10, 20% hat sie noch.
Hat sich noch irgendwas getan? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, die Karte, die politische Karte hat sich etwas verändert. Lila hat etwas eingebüßt, aber die zentrale Region halten wir immer noch. So. Ansonsten habe ich noch hier was Neues dazugekriegt. Hier, oh, jetzt sieht man hier neben sogar. Komisch. Also das ist ja 520, 502. Verstehe die Bemerkung hier neben, das verstehe ich nicht, weil das ist ja zum Beispiel ein 520er-Item. Ich habe jetzt mittlerweile hier den größten Teil 520er-Item. Das Einzige, was ich noch nicht habe, ist das Schild und die Hose. Kommt aber auch noch. Und jetzt gehen wir uns erstmal Steinchen machen und dann gucken wir mal, ob ich da nicht noch einen Taler für kriege. Also man muss diese Wintermarken sammeln. Ihr habt gesehen, man kann die durch diese Geschenke zack bekommen. Man kann die, glaube ich, durch die Stadtprojekte bekommen. Werden wir gleich sehen. Wie teuer die Mats für die Tränke schon sind. Was erzählen sie? Keine Ahnung. Es ist Winter. Die Zeit der Liebe. Hier habe ich mich lange nicht mehr drum gekümmert. Deswegen haben übrigens auch alle, ihr seht es oben, extrem. Deswegen haben auch fast alle Fraktionen die Steuern auf extrem gesetzt, weil die so günstig geworden sind. Ist aber nicht so schlimm. Wie gesagt, ich habe 150 Gold für mein großes Haus bezahlt. Lächerlich. So, kann ich da eigentlich nochmal angrapschen? Nee, ne? Ich glaube, täglich kann man sich hier ein Geschenk holen. Das haben sie sich so ein bisschen bei WoW abgeguckt, kann man sagen. Bei WoW war das auch, da stand so ein Weihnachtsbaum, da konnte man täglich rangrapschen. Was wollte ich machen? Hier, Steinblöcke. Wie viel kann ich denn herstellen? Ich würde sagen, das sind genug. So. Und jetzt kann ich dieses Steinmonument erstellen. Was ich, keine Ahnung, was ich damit mache. Ich glaube, das gebe ich dann. Gebe ich. Genau, das war ja das Stadtprojekt. So. Ich habe auch eine passende Axt dazu, wie ihr seht, ja. Eine Schneeaxt. So, jetzt hier. Was kriege ich dafür? Ereignis ansehen. Aha, aha, aha. Ah, hier gibt's für die anderen gibt es auch Ereignis ansehen. Nee, nicht für alle. Okay, nur für diese festlichen. Da steht's ja. Baum des Richts auf Rang 2. Ah, okay, cool. 20 Eisen habe ich. Eisenbahn habe ich. Zack. Bauholz. Komm, das können wir auch machen. Das mache ich mal. Das ist ja cool. Das ist ja... Wir haben eine neue... Wir haben schon Rang 2. Dabei habe ich mich gerade... Heute wurde gepatcht. Okay, was musste ich noch auftreiben? Ich habe es vergessen. Bauholz. Das kriegen wir auch kurz hin. Ja, aber eine Marke gab es dafür nicht. Also diese Stadtprojekte bauen nur diesen Lichtbaum weiter aus. Und wo kriegt man diese Marken her? Das wäre ja jetzt interessant herauszufinden, ne, wo ich die Marken herkriege. Ich brauche keine ausgewachsenen, ich brauche Bauholz. Hier, die brauche ich. Jetzt kommt natürlich wieder der eine oder andere und sagt, das ist alles gegrinde. Ja, natürlich ist das gegrinde. Aber es ist Abwechslung, ich finde das cool. Das heißt noch nicht, dass sich Amazon um seine Nutzer schert, aber es ist was Lustiges. So, komm her. Was erzählen die da? So. Wie viel Bauholz sollte ich auftreiben? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt den Baum ganz allein auf Rang 3 bringen. So, reicht das? Bin mir nicht sicher. Ausgewachsener Baum. Haben wir noch ein Wildschwein irgendwo? Da rennt noch eins rum. Guck mal her, mein Dicker. Armes Tier. So. Ich habe mir übrigens vorgenommen, für die sie die... Oh mein Gott. Vorgenommen, nicht mehr zu husten, wenn ich das Mikro offen habe. Alter Mann.
Hab mir übrigens vorgenommen, das übrigens nicht so einschlafen zu lassen. Es sei denn, sie stellen das Spiel irgendwann ein. Ich will schon am Ball bleiben hier bei New World. Auch wenn ich hin und wieder mal ein Päuschen einlege, das sei mir gestattet. So, sollte reichen, oder? Zip und zurück in die Stadt. Achso, und Höhlen soll es auch geben. Es soll so viel geben. Also wenn es Abend wird, soll nachts sollen diese Kristalle kommen, die man abbauen kann. Wir sollen diese Quests kriegen bei den Winterwandererläden. Wir können die Stadtprojekte machen, um die Bäume hochzuwerten. Ach, das ist alles schon. Das hat schon was. Warte mal, ich muss ja erstmal die... Nicht erschrecken, ich bin's nur. So, warte mal, wo muss ich hin? Ich brauchte Bauholz, ne? Ja. Bauholz 61. So. Geben wir auch noch ab. Merken wir uns mal so ein bisschen, wie er aussieht. Im Moment sieht er noch ein bisschen runtergekommen aus. Hängen zwar ein paar Sachen dran, aber naja. So. Bauholz. So, mehr darf ich leider scheinbar erstmal nicht. Na gut. Dann ist das so. Genug Wildschweine habe ich anscheinend auch umgebracht. Okay. Jetzt hätten wir da noch... Mach mal ganz kurz hier noch ein paar Sachen, ja. Was haben wir denn da? Hier, das kurz, zack. Kurz abgeben, wenn wir schon mal dabei sind, komm. Hier, zeng, so. Die Karnickel und das machen wir nebenbei. Ich habe zu viel Krempel, wie man hier vielleicht unschwer erkennen mag. Was soll ich denn hin mit dem ganzen Zeug? Ist jetzt egal. Nach Immerfall könnte ich laufen, könnte mich aber auch porten. Was kostet das Porten? Komm, hier, Nobel geht die Welt zugrunde. Nobel geht die Welt zugrunde. Hasen, also keine Katzen. Keine Ahnung, was die da im Chat erzählen. So, jetzt bin ich in Immerfall und hier müsste eine Residenz von diesem, oder eine Vertretung von diesen, wie heißen sie? Winterwanderer-Fuzzis sein. Ja, der Baum sieht auch noch rang. Kann ich in jeder Stadt ein Geschenk abholen? Oh, oh. Wie praktisch. Das ist natürlich extrem praktisch. Wenn man in jeder Stadt ein Geschenk abholen kann. Oh, ich hab zu tun. und da gibt's auch Wintermarken und eine Schließkassette. Silberbarren und 100 Taler. In jeder Stadt? Jeden Tag 100 Taler abholen? 1, 2, 3, 4. Das sind bestimmt 500, 600, 500 bis 1000 Taler. So. Und wo ist jetzt dieses Winter... Winterwanderer... Hey, das ist es nicht. Sieht einfach nur schön geschmückt aus. Und das sieht bei Nacht bestimmt noch ein Ticken schärfer aus. Muss auf dem Dings irgendwo, auf der Karte irgendwo zu sehen sein hier. Wo ist der Winterwanderer? Anzahl. Was? Anzahlung? Was denn für eine Anzahlung? Gerberei. Büro des Gouverneurs. Mit etwas Glück, bitte eines Forschers. Wo ist der? Ist es das hier? Das hat so eine merkwürdige Markierung. Ich gehe da mal hin, ja. Wo ist der Winterwanderer? Die haben mir gesagt, den Immerfall. Das ist er nicht. Ist das für ein Haufen hier? Ne, das ist auch nicht. Wer ist er denn hier?
Mich zu töten ist eine Sache, aber mein Lebenswerk zu stehlen, Idiot, das war ein eigener Wert. Was ist das? Architekt für Behausungen. Das ist neu. Irgendwie ist das neu. Ich nehme das mal an. Aber das ist nicht der Winterwanderer, oder? Möbelkiste für Anfangsbau. Oh, das ist irgendwie... Das muss einer von den... Einer von den ersten Quests gewesen sein. Spüre das erste Lager der Verräter auf. Ja, aber ich will ja eigentlich diesen Winterwanderer-Fuzzi finden. Wo ist der? Da ist das Lager. Da stand in Immerfall. In oder bei Immerfall. Wo ist es? Das ist es nicht, ne? Ich meine, hier sind zwar tonnenweise Geschenke, aber das ist nur das Rathaus. Wo mag denn das sein? Das soll ja ein richtiger Laden sein. Ein richtiger Laden, wo man Sachen kaufen kann. Wo in Immerfall finde ich denn den neuen Winterwanderer-Laden? So. Fragen wir mal einfach freundlich, weil sagt es uns ja jemand. So. Ich will jetzt meine Geschenke haben. Oder zumindest wissen, was man da so kaufen kann. Weil es jetzt auch gerade Nacht wird. Das ist er nicht, ne? Das ist wer anders. C-Fix. Ist aber auch nicht auf der Karte markiert. Das hier? Nee, das ist der Marodeurskommandant. Was ist das? Das könnte... Nee, das ist es auch nicht. Scheinbar bin ich auch nicht der Einzige. In Wintersdorf. Ich dachte bei Immerfall. Was ist denn im Wintersdorf? Ich wüsste, wo Wintersdorf ist. Ach, da! Ah, guck mal. Okay. So, okay, das heißt, wir müssen da hin. Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug. Unentdeckte Landmarke, ja. So, du musst nur den Winterwanderer ansprechen. Okay, er muss erstmal den Winterwanderer finden. Dahin müssen wir. Was weiß ich denn, wie der Winterwanderer aussieht? So, jetzt haben wir schon... Jetzt haben wir eigentlich Nacht, oder? Wie spät haben wir? Das sieht man ja nicht, wie spät es im Spiel ist. Hallo, ich brauche dich, Truthahn. Oh, guck mal, was ist denn das da? Ein Geschenk! Ein Geschenk! Ich krieg die Krise. Was mache ich mit dem Geschenk? Geborgene Geschenke. Feiertagshütten im Winterdorf zur Wintermarken um. Okay. Hallo. Ich weiß nicht, wer Zitterbacke ist, aber ich sag mal Hallo. So. Hackepeter. Ich will noch mehr Geschenke finden, bitte. G
gibt mir Geschenke. Das ist ein Hase, den brauche ich auch noch. Ich glaube, den Lux brauche ich auch noch, oder? Nee. Mich vertan. Geht da jetzt halt so drauf. Ich farm jetzt nicht, deswegen sammle ich jetzt hier keine Sachen ein. Ich will noch mehr Geschenke finden. So, 1 Kilometer noch. Glaube ich auch richtig? Ich glaube ja. Also das kriegt ihr auf jeden Fall noch mit hier. Jetzt ist es ja eigentlich Nacht. Jetzt frage ich mich, wann diese blauen Kristalle auftauchen. Also man hat so viel zu tun. Man kann Geschenke finden, man kann die Bäume aufwerten. Wo bin ich denn? Da bin ich. Gehen wir mal hier lang. Irgendwo müssten diese Kristalle, bei Nacht stand da, tauchen die irgendwo auf. Weiß aber nicht wo. Arbeitet Lichtscholz an seiner Fünferwerkstatt? Das weiß ich nicht. Das sind auch keine Kristalle. Das ist Hanf. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Was sagen sie? Die Weihnachtshörnchen suchen neue Mitglieder für Unicorns of War. Aha. Okay. Halt! Beinahe dran vorbeigelaufen, weil ich einen Text gelesen habe. Geschenke! Praktischerweise liegen die überall herum. Die haben gesagt, man soll genau hinhören. Da sind noch mehr Geschenke. Zum Glück sieht man die sehr gut. Ein geborgenes Geschenk. Schau, wie weit ist noch? 500 Meter? Ich will so eine Kristalle sehen, so eine blauen. Gibt aber keine. Okay, aber die Geschenke kann man ganz gut sehen. Großer Bär. Was heißt hier großer Bär? Ach so, das ist ein Ort. Warte mal, ich muss in die Richtung laufen. Entschuldigung, lasst mich mal vorbei. Ich habe jetzt... Heute werden keine Monster geschlachtet. Ich gehe auch in keine Instanz. Heute werden nur... Was ist das hier für ein... Felsen. Da soll es auch Quests geben. Bin ich richtig unterwegs? Jo, halbwegs. Oh oh, ich laufe hier gleich, glaube ich, in so ein... Oh, der hat PvP an. Nein, nein, nicht den Onkel Fleck töten. Ich will ins Winterlager. Schnell weg hier. Der hatte PvP an. Und warum rennst du jetzt bei... Weil du halt PvP an hast und du damit rumrennen willst. So. So, laufe ich richtig? Ja, sieht gut aus. Ich hoffe, da drin ist PvP deaktiviert. Guru? Ja. Wir haben noch freie Plätze im erstes Lichtinversion. Invite in 20 Minuten. Ah, nee, ich brauche jetzt keine Invasion. So, ich würde sagen, wir sind im Winterlager. Ach, es ist hübsch. Keine Sau macht das Event. Naja, ein paar schon. So, was kann man hier so machen? Praller Geschenkesack. Dann zeige ich mal. Ah, hier kriegt man auch ein kunstvoll verpacktes Geschenk. Ah. Was ist das für ein Riesenviech da hinter mir? Oh, da sind gleich 3 Marken drin, okay.
Und auch wieder Silberbahn und 100 Taler. Hallo, du, Riesenbaby. Ewiger Winter naht, bitter kalt, muss ihn aufhalten, brauche Hilfe. Du mir helfen? Na klar, helfe ich dir. Hier am Baum ist's wärmer, mit Leuten ist's wärmer, Feiertagshütte wird helfen, bestimmt. Was gibt's dafür? 66 Gold. Ruf. Okay, was muss ich machen? Was finde ich? Ich finde in Hütten und finde Taler. Was soll ich da machen? Okay, Taler soll ich sammeln. Was? Taler. Keine Ahnung, wo ich Taler finden soll. Mache ich gleich mal. So, da ist Winterkonvergenz. Hier, mal dieses Ziel. Nee, nicht loslösen. Besuche Wintertagshütte, um rauszufinden, welche Gegenstände man dort herstellen kann. Okay, 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 okay. Feiertagshütte. Hier krieg ich für Wintermarken Geschenke. Das kann ich in Wintermarken umwandeln. Achso, okay. Und Glycerit, das sind diese neuen Kristalle, kann ich auch in Wintermarken umwandeln. Okay. Kann auch hochwertige Wintermarken machen aus kleineren Wintermarken. Okay. Cool, cool, cool. Oder wieder zurück. Okay, ich wandle mal die Geschenke um. Hier. Ich denke mal, kann man nichts falsch machen. So, jetzt habe ich, glaube ich, eine Wintermarke mehr. Sechs Wintermarken habe ich jetzt. Okay. Hier kann man also Feiertags, da kann man Wintermarken einlösen. Das ist, also da kann man das wahrscheinlich auch machen. Keine Ahnung, warum es da so viele von gibt. Ja, man kann hier Wintermarken einlösen. Was ist das hier? Ihr findet Rudolf der Red Nose Reindeer. Has a very gespaltener Schädel. So. Haben wir gemacht. Und das sind auch Feiertagshütten. Okay, hier kann man die ganzen Wintermarken einlösen. Aber was zum Henker macht man dann mit den Wintermarken? Das steht hier nirgendwo. Himmlische Konvergenz. Auch mal lesen, so. So, jetzt hätten wir das ja... Achso, jetzt haben wir das ja angeklickt. Und jetzt können wir den Quest schon abgeben. Das war schon dieses Herausfinden. Okay. Irgendwie habe ich Angst vor dem Typen. Und jetzt? Konvergenzladen. Aha, jetzt wird es interessant. Okay. Also, für zwei Marken kriege ich Punsch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Punsch haben möchte. Konstitution um 1. Okay, das Konstitutionsessen kriegt man da. Konstitution wird erhöht. Ah, das ist wie so bei diesem Fraktionsfuzzi. Wie er so sagte, ne? Also im Rang 1, den wir jetzt gerade haben. Und wir haben ja schon die Hälfte zu Rang 2, da gibt es nur Futter. Und dann gibt es hier banales Essen, banale Items. Aber die winterlich aussehen. Ab wann sind denn die 500er-Items? Wo sind die guten 500er? Was ist das? Schneebedeckte Wildschweinskulptur, alles klar. Ein festliches Spielzeug, ein Kaninchen. Was gibt's hier für schicke... Ach ja, doch. Doch, doch. Also da sind schicke Sachen dabei, aber dafür müssen wir natürlich hier ordentlich aufsteigen. Und er hat aber noch ein Quest für uns. Was hat er denn für ein Quest für uns? Ach, da. Locke Wärme, kein Jedi können wir her noch nicht Aufgabe annehmen. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Was sollen wir machen? Ewige Weiher. Nee, das ist was anderes. Achso, das ist Webermoor. Beschaffe Himmelsblickrast. Brackwasser.
Hey, was habe ich denn da gerade angenommen? Baum des Lichts. Tägliche Belohnung in den beliebigen Siedlungen. Öffne Stadtprojekttafel in der beliebigen Siedlung. Habe ich das schon gemacht. Ach, das hat er mir jetzt gegeben, oder was? Mal ganz kurz schauen. Eventaufgaben. Baum des Lichts, Tatsache. Okay. Öffne Stadtprojekt in einer beliebigen Siedlung. Sprich mit der Winterwanderer. Habe ich doch gemacht, oder? Mit dem habe ich gesprochen. Naja, du bist ein ganz toller. Du bist ein Hecht. So, das heißt, wir müssen jetzt zurück in eine Stadt und damit irgendjemand quatschen. Das würde es sich natürlich anbieten, einfach Brackwasser zu nehmen, weil ich da nämlich einen Gasthof-Rückruf habe. Das mache ich mal ganz kurz. Zip. Und ich sehe gerade, ich habe schon wieder viel zu lange aufgenommen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video zu New World, wo ich wahrscheinlich weiter hier Quests für den Winterwanderer mache. Bis dann, euer Mr. Fleck. Tschüssi!